Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Spielerunde hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen heute eine Runde in meinem Samstagsbinder, beziehungsweise meinen zwei Samstagsbindern. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich vergesse es jedes Mal am Anfang des Videos zu sagen, aber heute denke ich daran. Wenn euch das Video am Ende gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben und hinterlasst einen Kommentar, damit unterstützt ihr mich nämlich. Und wenn wir schon mal hier dabei sind, was Eigenwerbung betrifft, wollte ich mich mal ganz kurz für mit momentan fast 200 Abonnenten bedanken. Ich habe mal nachgeschaut, mein 100-Abonnenten-Special habe ich, glaube ich, also vor ungefähr 4 Wochen hochgeladen. Und jetzt innerhalb von 4 Wochen ist es fast das Doppelte und das freut mich ganz, ganz doll. Vielen, vielen Dank dafür. Ich kann auch so ein Herz machen. Ja, ich freue mich. Und wenn die 200 geknackt sind, dann könnte es wieder ein kleines Special geben. Mal schauen. Ja, aber bis dahin sind es momentan noch ein paar Abonnenten. Aber ja, vielen, vielen Dank. Und ja, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten jetzt in meinen Spielebinder und wir sparen heute für Weihnachten, Anschaffungen, Hochzeit, Sinking Funds. Ja. Und meine Pufferspiele spielen wir auch. Genau, ich habe mir 100 Euro bereitgelegt, plus 5 Euro, glaube ich, in Kleingeld. 5,50 Euro sind es, ja. Wir schauen mal, wie weit wir damit kommen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal durch. So. mit der ersten Kategorie Weihnachten. Und da habe ich ja als erstes das Honey Money von Susan von Gemeinsam Sparen. Und genau, da würfel ich mal mit einem gelben Würfel. So, eine 4. 1, 2, 3, 4. Und da komme ich auf diese Waben. Und die sagen mir, hüpfe von Honigwabe zu Honigwabe. Wie viele Felder du mitnimmst, entscheidest du selbst. Gut, dann gehen wir hier oben entlang. 1, 2, 3. Und dann sparen wir 1 Euro. Plus 3 Euro sind 4, plus 1 Euro sind 5 Euro. Und ich bleibe jetzt hier stehen, weil dann hier das nächste Mal, ja, das nächste Feld ist quasi. Was habe ich jetzt gesagt? 5 Euro, ne? Ja, 3, 4, 5. Okay. Plus 5 Euro sind wir hier bei 8. Nee, das möchte ich so und das soll davor. So. Und dann kommt noch ein Spiel von der Susan und zwar der große Eierlauf. Das ist diese Osterklappkarte. Und da schauen wir mal, wer hier heute das Rennen macht. Ich würfel mit einem Viererwürfel, um zu schauen, ja, wer von den 4 Kandidaten hier dran ist. Und habe als erstes eine 4. Das heißt, Hase Ferdinand darf vorwärts gehen. Aber er kommt hier zu den Cupcakes. Und hier steht, Yummy, du futterst zu viel. Du darfst erst weiter, wenn du eine 1 oder 2 würfelst. Okay, dann schaue ich mal, was der Hase Ferdinand würfelt. Und es ist eine 4. Das heißt, er muss noch stehen bleiben und darf keinen Schritt vorwärts gehen. Okay, dann ist die nächste Person, also der nächste Zug dran. Wieder eine 4 für Hase Ferdinand. Okay. Dann schauen wir mal, ob er jetzt eine 1 oder eine 2 würfelt. Nein, wieder eine 4. Kann der Würfel noch was anderes würfeln als 4? Wir lassen uns weiterhin überraschen. Eine 4. Nochmal Hase Ferdinand. Wie viele Cupcakes möchte er essen? Es ist eine 1. Gott sei Dank. Das heißt, diesen Schritt ja, hat er erledigt. Da hatten die anderen 3 ihre Chancen wohl verpasst. Naja. So, das Entenküken-Flauschi darf weitergehen und wir sparen 6 Euro. Hase Ferdinand schlägt wieder zu. 2 Euro sind 8. Und nochmal Flauschi. 2 Euro sind 10. Ja, komm, einmal noch. Nochmal eine 3 Flauschi, dann sind wir bei 11 Euro insgesamt. Und ich würde sagen, das war eine sehr gute Runde für Flauschi. Also die ist schon, ja, bei der Hälfte.
Die anderen beiden, ja, die waren heute gar nicht am Zug und Hase Ferdinand hat es immerhin versucht. So, 58 Euro sind hier schon zusammengekommen. Sehr gut. 7, ja, okay. Dann kann ich nichts tauschen. Dann kommen hier einfach so 11 Euro rein. Okay, sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, und zwar Anschaffungen. Und da habe ich ja als erstes die Cozy Moments. Und hier würde ich sehr gerne endlich mal die 10 Euro platt machen. Und deswegen, ja, streichen wir die einmal ab. Und tauschen das Geld einmal. 10 Euro raus, 20 Euro rein. Und die Challenge auch wieder rein. So, habe ich hier eigentlich ein Los habe ich noch übrig und die 6 und die 8. Okay, dann schauen wir mal, ob wir das demnächst auch beenden können. Und wir kommen, achso, das war auch von Susan und wir machen immer noch weiter mit Susan. und zwar mit ihrem Poison Apple. Da brauchen wir einmal den Plus- und Minuswürfel hier. Genau, und wo stehen wir denn? Auf dem Haus der Zwerge. Das heißt, wir würfeln jetzt einfach mit Rot, um vorwärts zu gehen. Ja. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Da kommen wir auf das Pärchen und dürfen ein Herzchen freirubbeln. Hier sind die Herzen. Und dann schauen wir mal, was sich hier versteckt, wenn das Herz denn aufgerubbelt werden möchte. Ja, es ist eine 5. Okay. Ja, mehr geht leider nicht. Aber gut, dann kommen hier heute 5 Euro rein. Ich möchte mich bemühen, bei den Sparspielen nicht mehr so häufig zu würfeln, weil sonst... Also, damit ich halt mehr verschiedene Spiele spielen kann. So, das ist ja immer der Struggle, ne? Also, ich möchte natürlich schon vorwärts kommen bei den Spielen, aber ich möchte natürlich auch viele verschiedene Spiele spielen. Aber dadurch, dass wir jetzt auch ein Ereignisfeld hatten, ist es für mich in Ordnung, nur einmal zu würfeln und ja. so, das war's erstmal mit den Susan-Spielen. Jetzt geht's nämlich weiter mit Angel in TJ Design. Und dem Spar-Arcana, da schaue ich jetzt mal direkt, wo ich die Kärtchen habe. Da. Gefunden. Und hier habe ich ja letzte Mal die Karten liegen gelassen. Also wir hatten letzte Mal den Kessel als Zukunftskarte und den Raben als Gegenwartskarte. Und genau, ich habe das jetzt einfach so verschoben und ziehe jetzt einfach nur eine neue Zukunftskarte. Jetzt mische ich die Karten einmal. Diese ziehe ich. Ah, das ist dieser Stern. Okay. Wir schauen erstmal, was sagt uns denn die Gegenwartskarte, also die Gegenwart bei dem Kessel? Sparbetrag 3 Euro, okay. Und die Vergangenheit ist der Rabe. Der Mitternachtsrabe lässt deine Wahrsagung in Erfüllung gehen. Die letzte Zukunftswahrsagung ist zutreffend. Okay, und dann haben wir ja den Stern gezogen als Zukunft. Hier, das Amulett hat keinen Einfluss auf deine Wahrsagung. Es wird nicht zusätzlich gespart. Okay, dann sparen wir nur die 3 Euro hier vom Kessel. Und verschieben einmal die Karten. Also der Rabe kommt zurück in den Stapel. Jetzt habe ich hier schon fast die nächste Fotoecke kaputt gemacht. Der Kessel ist jetzt, liegt jetzt in der Vergangenheit. Der Stern kommt, wandert von der Zukunft in die Gegenwart. Und beim nächsten Mal spielen ziehen wir dann einfach eine neue Zukunftskarte. Und für heute sparen wir 3 Euro. Nee, Folienstift. Mit dem Kugelschreiber wird es, glaube ich, nichts. Drei Euro kommen hier rein. Der Tracker noch wieder mit dazu. Na.
Geht nicht mehr zu. So, jetzt aber. Ja, es passt halt so gerade eben rein. Deswegen ist es ein bisschen tricky mit dem Auf- und Zumachen. So, die Karten kommen wieder weg und wir machen weiter. Das war's mit den Anschaffungen. Wir kommen zum Hochzeitsspartopf. Und da habe ich als erstes diese Hochzeitsklappkarte von Steffi von Sally and Tommy. Wenn sie denn hier aufgeht. So, jetzt aber. Und hier würde ich gerne wieder ein Los ziehen. Und wir nehmen dafür natürlich ein goldenes. Oh, das ist ganz schön zerquetscht worden hier. Aber gut. Die Nummer 35, das heißt, wir sparen hier heute 8 Euro. Oh, hatten wir letztes Mal auch, also als wir es losgezogen haben. Gut, 8 Euro und 44 sind drin. Plus 8 sind ja 52. Dann nehmen wir noch die 3 hier mit. Das heißt, wir sparen heute 11 und kommen insgesamt auf 55 Euro. Und dann können wir hier nämlich einmal tauschen. 40, 50, 55. Okay. Dann weiter mit Steffi von Sally and Tommy, die Gentleman Club Karte, die nicht aufgehen möchte. So. Die finde ich ja auch einfach richtig hübsch, ne? Also von den Farben her. Ich lieb's. Da haben wir 4 Euro in klein drin. Das heißt, wir könnten ja einen Zehner reinmachen, die 4 wieder rausnehmen und einfach 6 Euro hier heute reinsparen. Ja, das ist ein Plan. Dann schaue ich mal, wo ich den braunen Feinliner habe. Ich habe so viele Stifte, das ist echt nicht mehr normal. Deswegen finde ich immer nichts. Ah, ja, ich habe ihn. Ich habe ihn. Haha. 6 Euro hier. Nehmen wir den Gürtel. Und nehmen, ja, wie gesagt, die 4 Euro raus. Und dann wechseln wir auch mal eben 2 Fünfer und den Zehner in einen 20er. So. Und die kommt auch wieder mit da rein. Ja. So. dann haben wir noch 10, 20, 30, 40, 45 Euro und Kleingeld. Okay. Wir kommen zum I Love You. Das ist das Puzzle von Steffi, heißt sie auch. Von, oh Mann, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Es tut mir leid. Lebe kreativ. Oh, Gott sei Dank, es ist mir eingefallen. Lebe kreativ heißt ihr Shop. Und genau, da ist dieses Puzzle hier. Ja, ist ein bisschen doch verdreht worden. Okay. Und da gibt es dann diese Puzzleteile dazu. Und dann ziehe ich mal eins und schaue, wo es hinpasst und was wir dann sparen müssen. Das hier. Okay, das ist auf jeden Fall eins hier am Rand. Was ist das? Ja. Da kommt es hin und da standen 5 Euro, ne? Ja, ist richtig. Okay, dann kommen hier heute 5 Euro in den Umschlag. Das jetzt kommt wieder weg. Und hier kommen 5 Euro rein. So, dann kommen wir zum letzten Spiel für den Hochzeitsspartopf. Und zwar die verlorene Krone, ebenfalls von Lebe Kreativ. Hier stehen wir. Und da möchte ich natürlich mit einem rosafarbenen Würfel würfeln. Hier, dem hier. Mal schauen. Eine 1. Ah, da komme ich hier auf den Regenbogen. Und auf 5 Euro. Okay, hab mir vorgenommen, nicht immer 10-mal zu würfeln. Nehme ich einen Fünfer. Einen Fünfer raus. Mach einen Zehner rein. Achso, und tracken tue ich das Ganze auch.
plus 5, dann bin ich hier schon bei 27 Euro. So, das kommt wieder rein. Und dann sind wir mit diesen beiden da schon durch. Und wir kommen zum nächsten. So, mal ein bisschen aufräumen, irgendwie. Ja, so. Ja, gut. So, der Technik-Spartopf ist hier vorne. Der wird ja diesen Monat nicht bespart, aber ich habe vor, den ab Mai wieder zu besparen. Deswegen, ja, werden wir da nachher ein neues Spiel reintun. Wir widmen uns jetzt aber erstmal den Sinking Funds und den Animals on Tour, bei denen ich überlege, sie leider auszutauschen, ehrlich gesagt, weil ich eben so viele tolle neue Spiele habe, die ich alle spielen möchte. Aber wir gucken gleich mal. Achso, ich würfel mit einem Viererwürfel, um zu schauen, wie viele Karten ich hier heute ziehen werde. Zwei. Okay. Eins, zwei. Da haben wir einmal diesen Bären oder was es ist, für 3 Euro und den Affen für 50 Cent. So. Schauen wir mal. Also hier plus 3,50 € sind genau 20 Euro. Dann nehme ich mal hier alles raus. Und packe 2 Zehner rein. Das passt ja gut. Okay, und dann kommen wir zu Blick in die Zukunft. Und hier ist der Magnet verloren. Ich weiß, dass ich auf Start stand, aber der Magnet ist weg. Oh nein, aber ich sehe den auch nicht hier am Bein da festkleben. Nee. Oh Mann, ärgerlich. Ja, gut. Dann schaue ich mal. Ich meine, ich habe ja genug Magneten, aber. Tütchen direkt gefunden, Gott sei Dank. Na. So, ist der stark genug? Ja. Ja, ist okay. Okay, dann das Amulett sagt uns ja hier. Die Seherin pendelt dir den Weg aus. Würfel eine 1 bis 3. 5. Und du gehst im Uhrzeigersinn weiter. Bei einer 4 bis 6 gehst du entgegen des Uhrzeigersinns. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Dann sparen wir 2 Euro. Und nochmal eine 2. Kommen wir auf dieses Fläschchen. Mit ein wenig Glitzerstaub kannst du die Spuren des Diebes erkennen. Rücke vor bis zur nächsten Schlange und spare auf dem Weg 5 Euro. Das heißt, wir sind bei 7 Euro und die nächste Schlange ist hier. Die Schlange gehört dem Dieb der Kugel und macht dir das Leben schwer. Würfel dreimal. Ist deine Summe über 15, dann hast du die Schlange besiegt und findest die Kristallkugel. Andernfalls beginne wieder bei Start. 5. 7. 7 plus 6 sind 13. Oh, okay. Wir sind wieder bei Start und sparen 7 Euro. Oh Mann. Hier haben wir mit einem Folienstift geschrieben. Okay. Nee, haben wir nicht. Wir haben mit diesem Filter, also mit diesem, was ist? Mit diesem Stift habe ich geschrieben. So, plus 7 sind wir hier bei 14. Achso, das ist nicht mehr für Sinking Funds, ne? Das Spiel. Das ist für meinen Puffer. Wenn ich mal irgendwo mit einem Topf im Minus lande oder so, dann nehme ich hier das Geld raus, so wie ich das hier gemacht habe. Deswegen, ja. Oh! Ah! Ich habe meinen Magneten gefunden. Der war aber gerade noch nicht da. Oder habt ihr den gesehen? Ja, gut, okay. Aber das ist doch jetzt der alte, oder? Nicht, dass jetzt einfach wieder der Magnet abgegangen ist. Nee, hier hängt er noch. Okay.
Hä, lustig. Okay. Dann kommt der hier in mein Tütchen wieder rein einfach. So. Und wir widmen uns dem nächsten und letzten Spiel, ebenfalls als Puffer. Genau, das Spiel ist wieder auf Null gesetzt, weil ich in einem Topf im Minus war. Und wir spielen auf jeden Fall Budget Queens von Spaß am Sparen. Und hier möchte ich mit dem goldenen Würfel würfeln. Eine 3. 1, 2, 3. Da kommen wir auf die Würfel. Und das ist, glaube ich, das Sparspiel. Liebe, ja. Brauche ich das richtige Kärtchen? Da. Und zwar ist es hier dieses Labyrinth, Sparspiel, Liebe. Und hier dürfen wir immer ein Feld vorwärts gehen. Und ich möchte hier alle Beträge einsammeln, also quasi auch in die Sackgassen reingehen. Und ich spare deswegen diese 2 Euro, damit ich einfach ja, hier alles mitnehme und möglichst viel spare. Das heißt, hier sparen wir 2 Euro. Und dann würfel ich ein zweites Mal. Eine 3. 1, 2, 3. Da komme ich auf dieses Mädchen. Ja, das da. Check-in. Hast du im aktuellen Monat schon Budgeting-Zubehör wie Sparspiele, Challenges, Binder etc. gekauft? Ja, habe ich. Ich glaube, da gibt es nichts zu beschönigen. Im aktuellen Monat. Ja, habe ich. Wenn ja, zahle 5 Euro Strafe. Okay. Das heißt, wir sparen 7 Euro hier rein. Ich finde eigentlich zweimal Würfeln pro Spiel eigentlich ganz passend. Mal gucken, ob ich das so grundsätzlich irgendwie ja, etablieren kann bei meinem Sparspielen. Ja, mal gucken. So, 7 Euro kommen hier rein. Und so, dann sind wir durch mit dem Spielen. Wir wollten ja aber noch jetzt schauen, welches Spiel vielleicht in den Techniktopf wandern kann, damit ich da ja, nächsten Monat wieder für sparen kann. Denn es ist so, ihr seht hier vielleicht, ich hatte das auf 300 Euro, hatte ich da gespielt und dann erstmal pausiert und ich musste aber 50 Euro rausnehmen, weil ein Sinking Fund abgebucht wurde und ich hier im Animals on Tour aber nicht genug Geld drin hatte. Und dann habe ich das aus dem Technik-Spartopf rausgenommen, weil es ja irgendwo, also irgendwo musste das Geld nun mal herkommen. Und ja, jetzt sind hier noch 250 drin. Ich würde das aber generell doch noch ein bisschen höher aufbauen wollen. Ja, von daher kommt da jetzt wieder ein Spiel rein. Und wie gesagt, über die Animals on Tour denke ich auch nach, ob da, ja, ob ich das vielleicht austausche. Weil ich halt so viele coole, tolle Spiele habe, ne? So, und zwar habe ich beim Technik-Spartopf über diese März-Thank-You-Challenge nachgedacht. Von Konfetti-Budget ist es, weil ich glaube, da kommt ganz schön was zusammen. Dann würde ich ja auch sehr, sehr gerne demnächst, wie heißt es, wo ist Trudi? Ja, spielen von Alltagssparen. Das finde ich einfach richtig cool. Das hier sind alles Rubbelfelder und man spart eben erst den Betrag, der ja, draufsteht und dann spart man eben den eventuell noch etwas von dem, was hier darunter versteckt ist, von diesen Figuren. Das klingt einfach mega cool. Und dann möchte ich natürlich sehr, sehr gerne im Mai spielen. Mai und Glöckchen. Also, wenn nicht im Mai, wann denn dann? Und dann habe ich natürlich noch ganz, ganz viele andere Spieler, die ich hier ja noch bespielen möchte. Aber ich glaube, die drei sind es jetzt erstmal, zwischen denen ich mich entscheide. Achso, und dann würde ich natürlich noch gerne. Achso, ja, entweder das Frühlingserwachen oder. Wo ist denn das? Hier, das hier. Das Frühlingsboten. Okay. Dieses Wortsuchspiel zum Frühling würde ich auch gerne spielen. Das ist beides von Andrea, von Spaß am Sparen, genauso wie das Mai und Glöckchen. Ja, und ich würde sagen, Animals on Tour muss leider weichen. okay, gut, dann. Schauen wir mal. Also, für Technik würde sich ja schon eins der Spiele anbieten,
Weil Spiele ja, also, weil ich habe zumindest das Gefühl, dass ich an Spielen länger spiele, als wie ich brauche, um eine Challenge abzuschließen. Und ich brauche das Geld im Techniktopf ja nicht jetzt direkt, sondern kann mir damit ein bisschen Zeit lassen mit dem Sparen. Und ja, ich würde sagen, da kommt mal Mai und Glöckchen rein, weil ich das wirklich im Mai jetzt spielen möchte. Und ich brauche eine Hülle. Hier sind noch zwei. Und noch eine. Okay. Oh, jetzt schmeiße ich schon das Geld hier durch die Gegend, was hier noch liegt. Das kommt mal erst beiseite. Also Mai und Glöckchen. Ich fürchte. Ah, doch, das passt hier ziemlich genau rein. Achso, die Hülle ist kaputt. Ja, so viel dazu. Dann nehmen wir eine neue. So, ja. Und dann kommt hier die Ereigniskarte dazu und der Tracker. Und die beiden Spielsteine. Achso, und die Kärtchen. Naja, also. Die Kärtchen kommen mit rein. Und dann ja, machen wir das so. Das Spielfeld nach hinten und davor noch das Dashboard. So, und die Spielsteine mache ich da jetzt auch schon dran. Und hier ist ja der Clou an dem Spiel, dass wir zwei Spielsteine haben. Und ja, je nachdem, welche Karte man am Anfang zieht, dementsprechend ja, läuft die Figur vor oder eben nicht. Also, oder eben die andere. Und dann, ach guck mal, wenn ich das dir genau da so drauf mache. Süß. Und hier auch. So. Wow. je nachdem, welche Karte man am Anfang zieht, läuft man entweder mit Mai oder mit Glöckchen und dann müssen die beiden sich eben wiederfinden. Und ja, ich fand die Idee einfach mega cool und ist auch mal was anderes irgendwie. Ja, sehr schön. Und jetzt überlege ich, ob ich hier vielleicht noch eine zweite Sache mit rein tue. Eigentlich nicht. Aber ja, das Animals on Tour. Oder ich packe einfach eine Challenge dazu noch. Zu den Sinking Funds. Weil ich möchte mich doch noch nicht so ganz verabschieden hiervon. Ich habe nämlich Sorge, dass wenn ich das jetzt rausnehme aus der Routine, dass ich es dann nicht wieder reinnehme irgendwann, weil ja, es kommen immer wieder neue Sachen raus und dass man dann noch mal was Altes wieder rausholt. Ich fürchte nicht. Und ich möchte es doch noch ein bisschen spielen, deswegen ja, packe ich hier jetzt noch was dazu. Das ist ja auch relativ klein von den Beträgen her. Von daher geht das. Und dann nehme ich hier noch vielleicht dann die Wortsuche hier dazu. Man spart nämlich, achso, kann ich selber festlegen, was ich pro Buchstabe sparen möchte. Ja. Und dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wörter zu finden. Ja, das kann man machen. So. Und dann habe ich hier halt jetzt noch immer noch Todi, die noch nicht mit dabei, noch nicht mit einziehen konnte. Und das Frühlingserwachen hier, die Klappkarte auch noch nicht. Ach, die ist auch wunderschön, ne? Die sollte auch jetzt demnächst mit rein. Ich meine, um die März-Thank-You-Challenge, ja. Die ist mir jetzt nicht ganz so wichtig, weil die habe ich mir ja nicht aktiv gekauft, dass ich sie unbedingt haben wollte, so wie diese anderen Challenges, sondern die gab es halt einfach mit dazu. Klar, die ist super süß und ich möchte sie auch gerne besparen, aber das ist jetzt nicht so dringend wie die anderen. Aber trotzdem, ja, vielleicht findet sie ja auch bald ihren Platz. Schauen wir mal. Und jetzt wollte ich noch mal mit euch durch meinen Bein da huschen. Also, wir haben jetzt im Techniksparartopf das Mai und Glöckchen wieder drin. Und in den Sinking Funds haben wir jetzt Animals on Tour und diese Wörtersuche. Okay.
Die besparen wir dann ab nächster Woche. Und dann wollte ich mal einmal mit euch so durchhuschen und ein bisschen neu sortieren. Wer jetzt da noch mit dabei sein möchte, der darf das natürlich gerne tun. Und wer schon abschalten möchte, das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Und zwar würde ich mal gerne hier das Dashboard rausnehmen. Also, ich finde das wunderschön, ne? Aber ich kann jetzt gerade keinen Winter mehr sehen. So, nicht die Finger klemmen. Na. So. Ja, andere Dashboards habe ich leider nicht, aber gut. Ist ja auch nicht. Also klar sind die schön, aber ist jetzt nicht wichtig. So, dann habe ich den sonstigen Spartopf, der soll auch so bleiben. Da kommt die Hexenjahres-Challenge und das, der Obstgarten. Genau, dann Lebensmittel. Habe ich diese Challenge Luna Emilia Capo, der süße Zaubertrank und das süße Sparkaffee, das kann auch so bleiben. Ja, hier kann ich mal schauen, dass ich demnächst was beende, denn hier sind im Umschlag jetzt 160 Euro drin. Die sind aber auch schon so ein bisschen wieder verplant und dann wäre der Umschlag wieder leer. Deswegen wäre es ganz gut. Ja, aber hier werde ich wohl noch ein bisschen brauchen und hier auch. Und hier auch. Naja, wir gucken mal, wie sich das alles entwickelt. Und der Autospartopf, ja, den finde ich auch gut so. Da habe ich ja Celestia. Ich lieb's. Die Cozy Cats, ja, die könnte man auch so langsam mal beenden. Da habe ich ja eine Challenge schon abgeschlossen, aber die anderen sind hier alle noch. Ja, diese drei. Ja. Mal gucken. Genau, und da haben wir ja jetzt den schwarzen Diamanten von Alltagssparen drin. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Da müssen wir uns dann im nächsten Video, ist ja dieser Binder wieder dran am Montag, müssen wir uns dann mal damit beschäftigen, wie das Spiel funktioniert. Dann habe ich darüber nachgedacht, ob ich mein Notgroschen nicht auch vergrößern könnte. Da habe ich ja diese lose Challenge von Steffi, von Sally und Tommy drin. Das, diese Lebensweisheiten von That Organized Lady, die Candy Witch. Hier habe ich allerdings halt auch noch ein bisschen was vor, ne? Je mehr Challenges in so einem Topf sind, desto, ja, weniger kommt man in allen irgendwie voran, wenn man alles gleichzeitig macht. Ja, mal gucken. So, hier ist natürlich auch noch ein bisschen was zu tun. In der Schule der magischen Welt sowieso. Also, das ist ja wirklich ein Endlosspiel, weil hier einfach so viel los ist. Ja, und die Jahreschallenge von Susan. Ja. Ich glaube, ich belasse es doch erstmal so bei dem Topf. Urlaub. Ja, da muss ich dann mal schauen, wie weit ich mit diesen Challenges hier noch komme. Ob das dann schon für mein Sparziel reicht oder noch nicht. Da würde ich jetzt aber auch nichts dazu tun, noch, weil, wie gesagt, je mehr Challenges in einem Topf sind, desto weniger kommt man voran mit den einzelnen. Ich werde mich jetzt erstmal bemühen, hier die 26-Wochen-Challenge zu beenden und die Rainy Spring. Ich glaube, die wäre auch somit als nächstes dran, dass die beendet ist und dann kommt hier auch wieder was Neues rein. Ich habe nämlich gerade so ein bisschen das Bedürfnis, alles einmal auszutauschen, weil ich es teilweise nicht mehr so richtig sehen kann, aber ich möchte halt auch nichts abbrechen. Das finde ich auch doof. Ja. Und hier im Luxustopf, ja, die habe ich ja gerade erst alle angefangen. Shopping haben wir, ja, auch zwei Challenges drin. Es reicht halt auch von der Menge her, ne? Also da muss nichts vergrößert werden oder so. Das hier würde ich gerne mal, hier würde ich gerne mal ein bisschen vorwärts kommen. Hier habe ich noch richtig viel zu tun. Und ich habe schon wieder den Plan, was da als nächstes in den Büchertopf einziehen soll. Aber den Büchertopf vergrößern macht auch keinen Sinn. Ja, Gesundheit, da muss Geld rein. Das stimmt wohl, aber da habe ich halt auch drei, also zwei Spiele und eine Challenge drin. Das reicht halt auch. Also, ja, ich kann keinen Topf noch vergrößern. Bei Freizeit habe ich gedacht, wenn ich das Labyrinth hier beendet habe, dann kommt es auch raus und es zieht nichts Neues ein, sondern ich konzentriere mich dann bei Freizeit hier auf das Sparlabyrinth von Susan, weil der Freizeittopf dann eigentlich groß genug ist. Also, ja. Der Binder ist auch irgendwie sehr dick geworden hier. Habe ich gar nicht so bemerkt. Naja. So, ja, und den haben wir ja gerade bespielt. oh, der geht wieder auf.
okay. Der platzt bald aus allen Nähten. Ja, und hier haben wir ja auch nichts so richtig, was wir beenden können. Außer die Cozy Moments. Ja, dann kann hier noch eine neue Challenge rein, aber das Spar-Arcana spiele ich natürlich schon relativ lange. Aber das möchte ich nicht austauschen. Genauso wie hier. Und bei den beim Hochzeitsspartopf hier habe ich so viel, was ich da gerne für besparen möchte. Aber ich muss ja erstmal hier irgendwie ein bisschen was vorwärts kommen. Und zu viele Spiele reinnehmen macht halt auch keinen Sinn, weil ich dann bei den einzelnen Challenges nicht so vorwärts komme. Habt ihr diesen Struggle auch? Naja, gut, ich lasse euch jetzt in Ruhe. Ich habe jetzt genug gequatscht. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Habe jetzt noch ein bisschen vollgelabert, aber gut. Ihr hättet ja abschalten können, wenn ihr das nicht hättet hören wollen, ne? Also selber schuld. Haha. Na gut, ich verabschiede mich jetzt von euch. Macht's gut. Tschüss.